achtergrond van het project eigenlijk is dat er een klein steentje dus in de grond gaat komen van de koper messing 10 bij 10 centimeter. En het is zeg maar een gedenksteen, zodat de namen van de Holocaust-slachtoffers daarmee niet vergeten gaan worden. Het idee is geweest van de nazi's om alle tegenstanders en Joden uit te roeien. En met het leggen van zo'n steentje is dat in feite dat idee dus mislukt. Want ze komen weer tot leven, ze zijn er weer. En wil je als voorbijganger, het heet als struikelsteentje, je struikelt er niet echt over, maar je voelt wel wat. En wil je weten wat erop staat, dan ga je buigen om te kijken wat erop staat. Dus ook nog een buiging die je maakt om te kijken wat erop staat. En zo komt die naam weer in herinnering. Ja, Günter Demnig is de kunstenaar, die is in 1996 mee begonnen. Eigenlijk op verzoek van de gemeente Keulen, met nog geen 100 steentjes. Dat was het idee. Ja, en dat kreeg een sneeuwbaleffect. Dit jaar is hij aan zijn 50.000ste steen in Europa gekomen. Ja, het is een levenswerk. Hij is daar gewoon dagelijks mee bezig. In feite, het is al een beetje een organisatie. Stonden ze ook in toestemming van het centrum dat indien de bewoners bezwaar maken. Ja, maar het stadsdeel bestuur Zuid zegt het is onzeldbare ruimte en niemand kan het tegen. Nou ja, ik heb dus geen commentaar gehad. Ja. Guten Morgen. Ja. Genau, wir sind die Gruppe aus Hamburg. Hallo. Ines Rahn. Guten Tag. Ich bin der Mann. Ja, Peter Rahn. Ja, willkommen allen. Hallo. He is on his way. He's coming in a red van. Ich war Direktor an der Schule, ich bin aber pensioniert, ja, ja. Vorbei. Meine Frau arbeitet noch, sie hat, es war ihre Klasse, ist nur die Klasse. Sie hat erzählt, von Anne Frank und sie hat erzählt auch von Gretel Bergmann. Eine war eine große Sportlerin, eine jüdische Sportlerin, die nicht an den Olympischen Spielen in Berlin teilnehmen durfte. 36, ja. Und die ist emigriert in die USA. Ja. Und sie ist heute die Patin unserer Schule. Ja. Und sie lebt noch. Sie ist 101 Jahre alt. Sie lebt noch. Ja. Und da hat meine Frau erzählt und die Schüler, komm mal bitte mit hierher. Die Schüler waren dann ganz begeistert. Jetzt kannst du bitte weiter erzählen. Ich bin gerade dabei, wie du das gezeigt hast. Sie hat Bilder von Stolpersteinen in Hamburg gezeigt. Ja, in Berlin auch. Eine Schülerin von uns, die da gegenüber steht, die etwas größere, die Isabel, die war mal die Abiturientin. Ja. Sie Isabel hat einen Stolperstein verlegt in Hamburg für einen jüdischen Jungen. Und das hat meine Frau in ihrer Klasse gezeigt. Ja, das hatten wir aufgenommen und ich habe den Schülern davon erzählt. Mhm. Und dann haben sie gefragt, warum werden Stolpersteine verlegt, für welche Menschen? Und so sind wir dann darauf gekommen, was ist mit den Juden damals passiert? Ja. Und wir haben halt dann einmal von Gretel Bergmann erzählt und dann von unserem Erlebnis hier in Amsterdam mit Anne Frank. Mhm. Und sie wurden immer interessierter und wollten überall hin. Keiner ist jüdisch. Keiner ist jüdisch, nein. Aber wir sind wir sind sehr, sehr international. Wir kommen aus Polen, Russland, Afghanistan, Türkei. Unsere Schule heet Gretel Bergmann School. En zij was een Joods hoogspringster tijdens de nazi-tijd. En zij is vorig april 100 jaar geworden. En ze woont nu in New York. En heet nu niet meer Gretel Bergmann, maar Margaret Lambert. En haar verjaardag hebben we heel groot gevierd op school. En vandaar kwamen we op het thema racisme, discriminatie en ook jodenvervolging. Ja. En dan hebben we het dagboek van Anne Frank gelezen.
En wij wilden dus heel graag dan met de klas ook naar het Anne Frankhuis. En mijn collega Ines Raam, die hier achter zich staat, die heeft dus uitgevonden dat zij vroeger hier woonde, de familie Frank. Dus zijn wij hier naartoe gekomen. En de kinderen vonden het vreemd dat er nog geen struikelsteen was voor Anne Frank. Wat ze zo beroemd is. En in Hamburg zijn er toch wel meer struikelstenen dan hier in Amsterdam. Dus ja, zo kwam dat allemaal. Het is inderdaad opvallend dat er hier nog geen steen ligt. Ja. Hè? En het is ook eigenlijk heel mooi dat jullie nu juist deze steen aangevraagd hebben. Herzlich willkommen, Günter Demnig, die Helfen, Ines Raam, die andere Lehrer von der Gräfer Bergmann Schule, unsere Nachbarn, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke. Dies ist die erste Aktivität, in dem wir die Vierenviertel in unserem Viertel in diesem besonderen Jahr. Die Initiative dieser deutschen Schüler passt perfekt in das 70. Jahr des Gedenkens der Freien hier in den Niederlanden. Unter jungen Menschen lebt der Wille, in ein Leben in Freiheit und Frieden zu erlangen. Das Projekt dieser Kinder, um die gegenseitige Toleranz zwischen den verschiedenen Kulturen zu fördern, ist auch unser Thema für dieses Jahr. Wir werden versuchen, dieses Thema von uns persönlich heraus zu gestalten, aber auch von unserem Kreis und von unseren Vierenviertel heraus. Stein für Stein hoffen wir, so eine bessere Welt zu bauen. Die Familie Frank und namentlich Anne steht für uns als Symbol da, für die 14.000 Bewohner dieses Viertels, die ermordet wurden. Wir werden ihren Namen immer wieder nennen, damit sie weiterleben. Wir sind ihnen verpflichtet zu verkünden, nie wieder Auschwitz. Wir sind jetzt von Norwegen, Tromsø bis Rom und Legionsmeer und Ayol südlich von Moskau. Über 50.000, es sind 18 Länder in Europa, in Deutschland über 1.000 Kommunen, in Holland über 100 Kommunen und es geht weiter. Also in den drei Tagen Amsterdam werden 66 Steine verlegt. Es gab eine Vorarbeit, und zwar eine Schriftspur in Köln zur Erinnerung an die Deportation von 1.000 Zigeunern. Das war im Mai 1940. Man kann sagen, diese Deportation im Mai 40 war so etwas wie eine Generalprobe. Denn um 1.000 Menschen auf einmal wegzubringen, Bewohner einer Stadt, muss ja die Logistik da sein.
Ich habe von den Wohnhäusern, also es waren 1000 Rom-Sinti aus Köln, sie wurden mit LKWs abgeholt aus ihren Wohnungen zur Deutzer Messe gebracht. Die Deutzer Messe war Außenlager des KZ Buchenwald, gegenüber war der Bahnhof. Ich habe diese Schriftspur von den Wohnhäusern zur Deutzer Messe auf die Straße gedruckt. Nur der Text Mai 1940, 1000 Rom und Sinti. Eine ältere Dame kommt dazu in der Kölner Südstadt und sagt zu mir, ja, ist ja schön, was Sie machen, aber hier bei uns im Viertel haben niemals Zigeuner gelebt. Sie war wirklich davon überzeugt. Und ihr ist das Kinn runtergefallen, als ich ihr das gezeigt habe. Und war mir klar, die Sinti waren seit 400 Jahren in Westeuropa heimisch. Die waren total assimiliert, sie waren katholisch, waren eben normale Bürger. Die jüdische Gemeinde von Köln hat mir dann gesagt, ja, hier in Köln, wir haben bis 33 noch mit unseren christlichen Nachbarn die Feste zusammen gefeiert. Da wurden Kuchen ausgetauscht, Matze ausgetauscht. Mit dem Koscheren haben die Kölner das nicht so ernst genommen. Es war eine sehr liberale Gemeinde. Aber das war der Auslöser. Auschwitz war weit weg und für ganz wenige vorstellbar. Angefangen hat es dort, wo die Menschen zu Hause waren. Und da den Namen zurückzubringen, das war eigentlich der Ansatz. Rabbi von Köln hat mir dann eben noch mitgegeben aus dem Talmud, ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Ja. Paul, bitte ich noch. Hier, Magdeburg-Anstein, hier erschossen.